Jo Leute, was geht? Lucy hier, heute mal wieder mit einem neuen Tutorial. Und ja, heute zeige ich euch den unterdrückten Sound. Hier mal wieder ein Beispiel. Und ja, wie gesagt, der unterdrückte Sound, auf den Sound bitte achten, damit ihr gleich wisst, auch um was es geht. So, also, ich sag mal so, das ist ab hier ungefähr, ist das die komplett normale Musik, wie sie sich anhört, unverändert, komplett unverändert. Und ja, und hier hört man aber, hier, dass sie etwas unterdrückt ist. Und ja, da werde ich euch heute zeigen, wie es geht. Es ist genau das gleiche wie mit diesem, ja, Dull-Effekt, nur halt genau das Gegenteil, so gesagt. Und ja, ein Clip brauchen wir eigentlich nicht, aber machen wir mal rein. Und jo. Machen wir mal das hier rein. Und ja, schneiden wir das mal vielleicht. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen unnötig, aber damit ihr es vielleicht auch halt noch mehr versteht. So. Das ist jetzt ein bisschen synchron. Das soll jetzt ein bisschen synchron rüberkommen. Und so, hier wissen wir, hier ist dieses Hitmarker-Zeichen und hier halt nicht. Also da weiß man halt, dass ich hier schieße. Und ja, hier mache ich mir einfach mal ein Merken. Und das mache ich mit M. M für Merke. Und machen, ja, keine Ahnung, kann man hinschreiben, was man will. Und dann weiß ich halt genau, oh, auf diesem Strich ist halt das, was ich jetzt suche mit dem Schuss, wo er kommt. Und ja, da soll er halt losgehen. Und ja, die Musik passt jetzt nicht wirklich dazu, aber ist ja egal. Geht halt nur im Prinzip. Und ja, hier ist der unterdrückte Sound. Hier müsst ihr wieder diese Settings abschreiben, also in euer Sony Vegas, so gesagt, wieder reinmachen. Und ja, wie beim letzten Mal, wenn das jetzt so schnell geht mit den Seiten, dann einfach das Video an den Stellen anhalten, wo ihr nicht mitkommt. Und ja, ist ein geiler Effekt, also wird oft benutzt bei Montagen und so. Und ja, also ich glaube, die 1, 2 und die 3 müsst ihr sogar gar nicht ändern, das sind normal, aber die 4 müsst ihr auf jeden Fall ändern. Also müsst ihr mal schauen und ja, wird dann alles so klingen. Girl, you missed once as many calls, twice as many kisses, three times I would fall. Und ja, halt schon, dass das jetzt kein wirkliches Lied, was dazu passt, aber hat diesen Übergang gehört. Hier ist alles so ein bisschen unterdrückt auf der blauen Seite und auf der roten ist halt alles normal. Und ja, ist ein echt geiler Effekt. Ich benutze ihn auch eigentlich ziemlich oft, wenn ich mal was editiere. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir ein Feedback. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein.